Herr Clement Dieudepoort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, soziale Ungleichheiten gehen doch weil 400 Corona-Krise. Ich meine, der Kollege Paul Galles hat vor kurzem nach einer Interpellation zum Sujet Armut hier in der Chambre. Aber wir wissen nicht alle gut, auch zu Lützburg gehen es arme Menschen. Und der leider immer mehr. Aber das soziale Ungleichheit, wenn es der Covid-19-Krise nach zusätzlich wussten, ist leider auch nicht nur eine Theorie, sondern das Fakt. Weltweit ist es so, dass sich arm und reich immer mehr auseinandergeht. Der ONG Oxfam nur besitzen 2.153 Milliardären, so viel wie 60% von der Weltbevölkerung. Die 22 reichsten Männer, ja, es sind nicht mehr Männer auf der Welt, besitzen so viel wie alle guten Frauen in Afrika zusammen. Und noch zu Lützburg bleiben wir von der inegalitären Verteilung vom Reichtum nicht verschont. Herr Präsident, der Logement ist und bleibt zu Lützburg der größte Faktor der Exklusion sozial. Ich fand schon bemerkenswert, wie häufig man hier in der Chambre über Inegalitäten, Poverität und Logement diskutieren. Man hat geschieht nicht. Als Sozialtransfer gehen immer weiter an die Luft, aber wir bringen es mal nicht fertig, im Niveau von den Gemengen ein einheitliches System von den Erden durch den Fissociotag zu etablieren. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern habe ich an einem OECD-Rapport mit dem Titel Examen territorial aus dem Jahr 2007, soweit sind ich zurückgegangen, Folgendes gelesen. Zitat: Le problème du logement se pose avec une acuité croissante et a conduit le gouvernement, demnach nach dem Jean-Claude Juncker, a annoncé en début de 2006 un projet de loi pour promouvoir l'habitat, créant un pacte logement avec les communes. Herr Präsident, das Kinder ist doch all irgendwie bekannt für. Und ich frage mich, wie lange sollen die Leute das noch leben? Wie lange lassen wir die Leute noch darauf warten, dass sie vielleicht irgendwann eine Wohnung zu einem abordablen Preis zu Lützburg fanden, ohne müssen auf Sozialhilfe zurückzugreifen? Es sind Leute, die mittlerweile meist am Kostüm Krawatt an die Badanstalt duschen gehen, für daheim Kästen zu spuren. Es sind Leute, und das hat Marc Baum ganz gut illustriert, die ähnlich den Konfinement erlebt, wie die meisten von uns Albanen, die eben nicht das Haus mit dem Gerd hatten, wo es sich an der Kuppel, vielleicht mit einem oder zwei Kindern, wie Durchschnittsfamilie, laut den Statistiken, sich da drohen lässt. Die Jungen leben nämlich an dem großen Haus mit Gerd, und die werden das Konfinement zwar gelitten haben, mit Hauptfrau, die sich um einen gestaltet hat, war, wenig geht der Koffer im Ob. Wenn ich aber zu sieben an einem Appartement zusammen wohne, in einer miserablen Konditionen, da wird froh, wie geht es weiter. Ich muss Ihnen sich vorstellen, ob man nicht viel zu viele Leute tun, die an diesen wissenden Inegalität sozial nicht adäquat leben können. Das ist die Situation, an der die Armut nach einem Kehr zusätzlicher Prekarität umschlägt. Als Proposition der Loi für die Loyer auszusetzen, geht von der Chambre gekonnt ignoriert. Gut, dass die Leute das nicht wissen, weil Herr Präsident, das versteht kein mehr, außer vielleicht der Union der Proprietär, die das ganz sympathisch findet, wenn Änderungen und Loyen vergessen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist eigentlich also Kontrast sozial? Auf der einen Seite wollen wir Bürgerinnen und Bürger motivieren, für sich selbstständig zu machen. Auf der anderen Seite sehen wir an dieser Krise, wie schnell das Kleinbetriebe hängen losgeht. Soll keiner am Rehstuhl losgehen, gauf häufig gesucht, gauf häufig zitiert, aber genauso häufig gute Betriebe refüren. Refüren für die elementarsten Äden, weil bei der Ummeldung der falsche Code nass beim Stadtag gemeldet gauf. Weil irgendein andere Problem am Betrieb war, weil sie Retare bei der CCSS oder bei der TWA hatten. Ja,
Prekarität betrifft nicht nur Personen, mir betrifft auch Betriebe, weil haben alle Betriebe stehen Leute, stehen Menschen, die, und das darf man nicht vergessen, der Rekord von der Croissance und von der Ökonomie zu Lützburg sind, weil ohne Leute, die Arbeit schaffen, haben auch keine Leute, die können noch bei Arbeit schaffen gehen. Dementsprechend müssen wir gerade an den Tagen der Krise das zu Herzen nehmen. Wir müssen Leute encouragieren, sich zu engagieren, weiterhin Arbeitsplätze zu schaffen, weil sonst sind keine Arbeitsplätze mehr da. Aber zu dem feiert man der Höhe der Aktualität, was schon machst, meinst ganz bildlich durchgestellt. So nicht, merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird gut, ministerisch für